und die nächste Runde sind große Gefahren. Huch. Puh. Okay. 42 Stück. Was ist das denn? Okay. Watch your step. Ja, sicher. So, Truff. Trüpper. So, 18 von 42 haben wir schon. So, was geht denn hier ab? Zwei Tore. Eins grün, eins blau. Okay, das Grüne ist ganz einfach, würde ich sagen. Nämlich so. Ja. So, und wie komme ich jetzt zu blau? Ich könnte springen, ne? So, und dann mal gucken, wo ich lande. Also, ich könnte jetzt... Muss mir da ja einen Turm bauen, irgendwie. So, hoffe ich, ne? Oder... Nimmt man sich lieber die beiden hier nach unten? Können wir auch ein bisschen auseinanderziehen noch. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Und die da oben drauf. So vielleicht. Ach komm schon. Ach komm schon. Da hätte ich den einen hochkant stellen müssen. Ja, naja. Und dann nochmal. So, einfach. So, also. Die Idee ist ja das hier. So, hier eine Landeplattform und den nochmal drehen. Aha. Gut. Oh, man schießt. Ach, Kelle. Da haben wir aber auch alles im Programm. Hier ist das Problem. Ich kann da jetzt hier einfach eine Leiter bauen, oder? Wenn ich weit genug weg bin.
Ist das das Problem? Nee. Ist doch einfach eine schöne Treppe hier, oder? So, das geht doch jetzt jede Runde so. Okay, das ist nicht gut. Also, nicht schwer. Okay. 36 von 42. Mal sehen, wo es uns hintreibt. Sägen. Durch die Dinger kann ich von unten durch? Ach nee, kann ich nicht. Das ging nur mit dem Pogo-Stick. So, noch. Oh Mann. Oh, oh, oh. Ha, Säure, ein Fass und geschossen. Na dann. So, kann ich mich. Ah, ich kann mich auf dem Ding bewegen. Aber nur sehr verzögert. Oh, ja, 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 ja. Oh Mann. Wie soll das denn gehen? Kann man da auch schneller? Naja, man kann auch Gas geben. Ach, und springen muss ich auch noch. Oh. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich einfach nicht. Die letzte wieder von der Schumpfen. Ja. Okay, na dann Volldampf-Willi. Nein, 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 nein. Na. So, ich wollte doch Schwung holen. Schieß! Ja. So, ich meine, wenn man einmal im Rollen ist, ist man eh auf Gedeih und Verderb dem Ding ausgeliefert. Nein, es erwischt mich wieder da hinten. Gleich vorne sterben. Das hilft gegen hinten kaputt gehen. Ja. Oh Mann. Das ist aber zum Ende des Levels nochmal ein wirklicher Auftrag. Ich meine, man kann ja auch nicht mehr ausweichen. Ich könnte nochmal springen, vielleicht hilft das. Ah, der erwischt mich wieder. Ich dachte, man müsste relativ weit vorne auf. Das Holzding muss man aber gar nicht. So, da komme ich durch. Kann ich bremsen? Ja, kann ich nicht. Wenn das Ding einmal rollt, rollt es. Also, kann schon bremsen, aber das ist so träge. Thank you.
Ach, ich kann da oben auch drauf. Ja, das ist ja wunderschön. Jetzt komme ich halt nur... Yay, Gonzo! Okay, also die Rolle rollt. Da kann ich machen, was ich will. Ich muss irgendwie, wahrscheinlich hängt es davon ab, wie ich den Anfang kriege, dass ich da durchkomme. Puh, Mann. So, jetzt überlebe ich schon das erste nicht. Vielleicht ist das echt eine Timing-Sache. So, dann jetzt mal los. Ich habe keine Idee, wie das gehen soll. Man darf auf der Rolle kein Gas geben. Ja. Also, geschafft. So, nächste Runde. Jackpot. Und es gibt einen Käse. Brauche ich da Geschwindigkeit? Wer weiß. Ich brauche Geschwindigkeit. Das erste Säurebad. Lächerlich. So, sehr gut. 32 Teile. Was soll ich tun? Hier ist ein Tor. Ah, okay. Ja. Das scheint der richtige Slot zu sein. Okay. Schön gemacht. Relativ trivial zu lösen. So, hier. Okay. Wahrscheinlich mit Geschwindigkeit. Wollen wir mal gucken. Yippie. Ja, geht. Jetzt habe ich mir den nicht geholt. Kriege ich den noch? Ja, kriege ich noch. Okay. Yippie. Sehr schön. Uff. Drüber. Habe ich da oben einen vergessen, oder? Habe ich da oben einen vergessen? Wahrscheinlich schon. Ich habe das Gefühl, da habe ich einen vergessen und das wird wieder so irgendwie der Käse sein. Also nochmal. Ja, da oben ist einer. Wie komme ich denn da hin? Okay, erstmal hole ich mir hier die wieder alle. Ach komm schon. Kann doch nicht wahr sein. So, nächster Versuch. Also, das klappt ja hier stabil. Und jetzt muss ich da hochkommen. Komme ich da hin? Wie komme ich da hoch? Ich komme da nur rüber, aber dann da nicht hoch. Wahrscheinlich nur mit der Geschwindigkeit von da drüben irgendwie, oder? Dann versuchen wir das mal. Also, oh, das wird nicht reichen. Ja, ja. Also, wenn ich jetzt hier Fahrt aufnehme und die Geschwindigkeit mitnehme, das könnte ich natürlich machen. Also. Ne, reicht trotzdem nicht. Dann habe ich keine große Idee und muss es lassen.
zumindest erstmal. Ich will euch ja nicht über Gebühr in dem Let's Play nerven. Dann müsst ihr mir das nachher mal erzählen in den Kommentaren, wie ihr das hinbekommen habt. Falls ihr spielt und nicht nur guckt. So, hier ist der Schalter für das Tor da drüben, genau. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt auf dem Rückweg. Gut, dann geht's weiter. Was? Was hat er mir gezeigt da hinten? Da war ein Schalter. Hier ist der Käse. Ach, da ist der Käse. Okay, wie komme ich denn da hin? Oh, da oben rollt was. Hier ist ein Teil. Okay, jetzt ist die Rolle da fest. Was macht denn das für einen Sinn? Ich kann hier auf der ganzen Ebene verschieben. Ach, hier hinten ist noch was. Wie komme ich denn hier klar? Ach so, okay. Da kriege ich ein zweites und ein drittes. Okay. So, jetzt muss ich da hoch. Mal gucken. Also ich muss da hoch, das ist ja noch relativ einfach. Da komme ich einfach, indem ich springe und Stopp mache. Und das da hinstelle. Ach, so einfach ist es dann doch nicht. Schade. Reicht mir das hier schon, um da hochzukommen? Da komme ich so nicht vorbei. Kann ich das Ding hier nehmen? Ach, die Rolle kann ich nicht bewegen. Ja, dann wird das alles nicht klappen. Also, ich nehme mal das hier. Ja, das geht ja auch nicht, wenn ich da stehe. Ich dachte, ich könnte das da irgendwie reinplatzieren. Kann ich aber nicht. Ach, und das ist ein Strahl von unten und von oben, sehe ich gerade. Das heißt, es nützt gar nichts, wenn ich es von unten blockiere, dann erwischt es mich von oben. Hä? Wie soll das gehen? Ach so. Also, nur mal so. Der wird direkt hier reinpassen. Der passt auch da rein. Das heißt, der Kleine wird auch dahin passen. Das heißt, ich muss relativ schnell an diese Dinger hier kommen und diese Lücken hier überbrücken. Und dann wird das Fass wird hier lang rollen, wahrscheinlich da hinten dagegen. Dann geht die Tür auf und da ist auch das Level zu Ende. Und ich muss dann nachher nur sehen, wie ich hier hochkomme zum Käse. Ja, so wird es wahrscheinlich werden. Also, einmal neu. Das heißt, ich brauche ein bisschen Geschwindigkeit. Zumindest um den ersten Stein dazu bekommen. So. Jetzt hole ich mir, das ist ja der Plan, den hier. Der passt dahin. Dann rollt das Ding nämlich schon mal nach hinten durch. Hoffentlich klappt das. Das werden wir gleich sehen. So. Und? Okay, es reicht nicht. Das heißt, ich brauche da das zweite, um eine Brücke zu bauen. Kann ich das machen? Ist das überhaupt in Ordnung, was ich da vorhabe? Also so könnte ich mir den hier hinten nehmen oder den langen dann. Kann den so dahin stellen. Oder umgekehrt. Wie kann ich denn da bauen? Sowas könnte ich da bauen, ne? Das heißt, ich muss es anhalten, wenn die Rolle hier ist.
Ja, dann probieren wir das. Okay. Also nochmal. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Das ist aber gar nicht schlecht. Achso, hier über Geschwindigkeit wird es dann nicht mehr gehen. Dann werde ich das nicht mehr schaffen, oder doch? Mal gucken. Also, das hier war die Idee. Jetzt muss ich möglichst schnell da den zweiten Telekinesen kriegen. So, stopp. Jetzt, wie hatte ich das gerade gebaut? Ich hatte den genommen, dahingestellt und den dahingestellt. Ah, jetzt laufe ich da unten in das... nur weil ich zugucken wollte. Ohne Worte. So, jetzt erstmal den. Nein, dann habe ich mir schon ein bisschen Zeit gekauft. Ja. Jetzt bin ich dreimal über dieses Trampolin gekommen, ne? Und beim vierten Mal zerpflückt es mich da, oder was? Gibt's doch gar nicht. So. Da ist der zweite und den nehme ich auch gleich mit. So, also neuer Versuch. So und so. Jo, klappt. Sehr geil. So, jetzt muss ich nur hier nicht sterben, bitteschön. Tut mir leid. Zu glauben. Doof. Na, immerhin habe ich schon mal einen Plan. Also zumindest den ersten Teil. Ich muss ja dann da auch noch hoch und will den Käse kriegen. Glück gehabt. So. Ich baue das wieder. Beschäftige ich mich, weil ich jetzt ja weiß, dass es funktioniert. Beschäftige ich mich hiermit. So, jetzt habe ich noch einmal umbauen. Das heißt, ich muss mir jetzt was bauen, dass ich da hochkomme zum Käse. So, da sind ja eigentlich keine Hürden mehr, hoffe ich. Jetzt weiß ich da hinten wieder nicht. Das heißt, ich muss da irgendwie hochkommen. Und ich kann nur noch einmal umbauen. Hier muss ich nicht überbrücken. Also hier muss ich nicht überbrücken. Da kann ich drüber springen. Tja, das ist mal eine gute Frage. Also wir können das vielleicht über schräg machen. Oder ich kann auch den dritten Teil nehmen, da muss ich ja auch nicht springen. Okay, also, das ist noch höher, das ist höher. Wie kann ich das denn bloß machen? Und das Teil habe ich auch noch. So, das ist ja hier meine Manövriermasse. An das komme ich schon mal nicht hoch. Komplex. Muss irgendwie über schräg gehen. Also, den tun wir erstmal weg. Ja, ich weiß nicht. Egal. So. Kann ich den hier nicht irgendwie schräg stellen? Ja, jetzt ist der mir hier im Weg. So, du gehst erstmal da oben hin. So, ich wollte den eigentlich schräg da dran stellen, dass ich hochlaufen kann. So. Und jetzt fehlt mir aber die Sprungkraft da hoch. Schade. Schade. Nur ganz wenig fehlt da. Ich müsste den, das habe ich zu früh gemacht, ich müsste den anderen noch als Sprungbrett nehmen. Hier komme ich ja hin. Aber das reicht nicht ganz.
Ach, wie ärgerlich. Nee. Das wird nicht ganz reichen, so wie ich es gebaut habe. Ja. Die Frage ist, wie ich es anders baue. Ich könnte den noch verkeilen, so könnte es gehen. Also, einen Versuch will ich noch machen. Wenn es nicht klappt, dann muss der Käse halt leider ohne mich laufen. Ich bin schon fast fertig. Kommt da unten nicht durch. Ja. Ja. So, alles ist gut. Ich möchte hier nur gerne nicht sterben. Dankeschön. So, jetzt nochmal überlegen. Kann ich das noch irgendwie anders machen? Kann ich hier drücken, schieben, ziehen? Ein bisschen viel erwartet. Hm? Nee, das heißt, ich mache das wirklich als Sprungbrett. Also, bauen 101. Ich könnte natürlich auch, wenn ich das jetzt hinkriege, den hier hinten hinnehmen. So, und ach, reicht gerade nicht. Wie weit kann ich den denn verschieben, wo ich jetzt hier stehe? So. Das geht nicht. Ed geht nicht. So. Fange gleich an. Da komme ich dann nicht ganz hoch. Tja, es ist halt die Frage, ob ich es mir noch irgendwie einfacher machen kann. Gerade ein bisschen stiller, weil ich überlege. Könnten es ja auch so machen. Dann komme ich aber hinten an den Kristall nicht mehr ran. So, irgendwie wäre die Idee. Ne, da komme ich auch nicht hoch. Okay, das bringt auch nichts. Das heißt, ich muss es wirklich... so machen. Aber die Frage ist, wie komme ich dann da hoch? Und krieg den Kristall. Und vor allem, wie komme ich dann nachher wieder zurück? Haha, Moment, das ist ja noch eine andere Überlegung. Ich muss ja auch noch hier in das Tor. Wenn ich das hier so verbaue, nur um den Käse zu kriegen, dann kann ich nachher das Level nicht schaffen. Also, das kann man auch vergessen. Das Einzige, was man noch machen könnte, wäre so vielleicht. Den hier ein bisschen steiler stellen. So. Ja, mal sehen. Mhm.
klappt wie eine 1. Klappt super. Und damit kann ich das Level nicht schaffen. Ach nein. Ja, also ich will euch nochmal zeigen, ich könnte den Käse holen. Nein, den will ich euch nicht zeigen. So, also ich schaffe das jetzt ohne Käse. Stockgenervt. Gibt's doch gar nicht. Noch mal eine ruhige Minute drüber nachdenken. Unglaublich. So. Könnte ich zurückgehen? Geht's hier hinten irgendwie anders? Ah, der Ehrgeiz ist ja schon da. Also ich werde jetzt natürlich wieder sterben, das ist mir schon klar. Ich könnte aber natürlich hier irgendwie nochmal arbeiten. Ich kann ja auch hier hoch. Also. Irgendwie so. Und so zum Beispiel. Und das lasse ich mal. Ist eigentlich auch egal. Das lasse ich mal da, dass ich notfalls von unten an diesen Kristall komme. So. Vorsichtig. Okay, okay, okay. Ach. Ich fange gleich an zu weinen, ne? Da hätte ich den anderen für gebraucht. Okay, dann komme ich aber hier lang, kann mir den auch schnappen. Dann brauche ich den da unten gar nicht. So. Ich spiele so Spiele wirklich gerne, ne? Aber manchmal zweifelt man doch an sich selber. So. Jetzt heißt es, möglichst weit zurückgehen, habe ich gerade gelernt. Und nochmal unser Glück versuchen. Also, jetzt kann ich tatsächlich diesen Knüppel hier hinsetzen. Edgy. Und kann mir die beiden holen. Alles nur wegen Käse. So, und wie stapel ich die? Ist eigentlich egal, oder? Also so. Und so, da sollte ich hochkommen. Ach, mit letzter Kraft. Okay, der war hart erkämpft. Der war hart erkämpft. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, ich schneide das alles raus. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal was trinken. Ach, jetzt zieh ich es auch bis zum bitteren Ende durch. Jetzt ist aber auch wirklich gut gewesen dann.
So. Auf ein neues. So, vorsichtig. 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 Na, danke. Danke, dass ihr mir beigestanden habt. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.